Hallo liebe Planties, heute habe ich ein richtig spannendes Unboxing für euch. Ich habe bei einem Pflanzengeschäft in Holland bestellt. Gut, das wäre jetzt nicht so spannend, aber das wurde mir bei eBay Kleinanzeigen immer wieder angezeigt als Anzeige, also beworben. Und ich habe mir gedacht, hey, dann bestellen wir doch einfach mal da. Und unboxed wird das Ganze jetzt in unserer alten kleinen Wohnung, wo wir die letzte Woche oft waren wegen unserem Hausbau. Und jetzt gucken wir mal, wie das Unboxing so läuft. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Wochen fast auf das Paket gewartet und es ist jetzt angekommen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass dieses Paket so groß sein wird. Ich habe nämlich bestellt, es heißt dieser Online-Shop Plants, genau, Orchids and Plants. Der wurde mir immer wieder bei eBay Kleinanzeigen angezeigt und habe ich gedacht, komm, dann bestelle ich da jetzt mal. Und die hatten echt ein paar krasse Exoten. Geschifft wurde es aus den Niederlanden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die gewartet haben extra, bis das Wetter besser ist. Aber ja, bei uns nicht besser. Wir packen es jetzt mal gemeinsam aus und gucken mal rein, ganz spontan. So heißt der Shop. Auf Holländisch. Und da sind die beiden. Die sind natürlich ganz schön dick verpackt. Oh Gott. Wenn ich das so herausziehe, seid ihr aneinander geklebt. Einmal. Ich habe einfach so eine Wolke bestellt. Und zweimal. Also an Plastik sparen sie nicht, aber es scheint auf jeden Fall sehr sicher verpackt zu sein. Fangen wir mal mit dem Kleinen an. Ich weiß noch, ich habe eine Philodendron und eine Anthurium bestellt. Wow, also wenn ich nochmal Pflanzen verkaufen will, habe ich jetzt schon das richtige Material. Es gibt noch einen kleineren Bubble Wrap. Und jetzt ist nochmal eingepackt. Und zwar, seht ihr übrigens das hier vorne. Passt, auch aus Holland. Sauber gezogen. Falls ihr euch wundert. Ihr steht auf einem Handy-Tassenkonstrukt. Jetzt habe ich auch noch so einen freien Weihnachtsmann-Bart bekommen. Oh mein Gott, jetzt passiert es! Oh mein Gott! Wie schön ist die bitte? Wow! Also ich bin extrem begeistert. 3 Blätter, voll schön, jedes einzelne perfekt und auch verpackt ist sie natürlich 1A, also sie war ja 500 Mal eingepackt und noch hier diese Stöcke, damit sie auf keinen Fall die Blätter kaputt macht. Wow, super schön. Die stelle ich mal hier hin. Jetzt kommt die nächste, jetzt bin ich noch begeisterter. Das ist auf jeden Fall meine Anthurium. Und was wird's? Tada! Wow. Die ist ja riesig. Oh mein Gott. Richtig geflasht. Wie schön diese Pflanze ist. Eine Mamei oder Mamai Philodendron. Wollte ich auch schon länger haben. Hinten hat sie schon richtig schön diese süßen kleinen Ribbelchen an ihren Stängeln. Auch wieder 3 Blätter. Und hier kommt gerade schon das nächste Blatt. Richtig, richtig cool. Also qualitativ auf den ersten Blick. Glaube ich, habe ich online noch nie so schöne Pflanzen gekauft. Ich glaube, ich habe allgemein fast noch nie so schöne Pflanzen überhaupt gesehen, die Perfektion wirklich sind vom Aussehen. Ich werde natürlich euch Updates geben, auch auf Instagram, wie sie sich entwickeln, weil es kann natürlich auch sein, dass sie sich dann trotzdem schlecht entwickeln oder so. Werde sie erstmal natürlich isoliert stehen haben. Pflanzentechnisch, sie waren nicht günstig, aber wenn man denkt, was man manchmal hier in deutschen Online-Shops für solche Raritäten bezahlt, kriegt man doch manchmal eher so schlechte Qualität. Nur was die Verpackung angeht, da könnte man durchaus noch ein bisschen nachhaltiger denken und vielleicht ein bisschen weniger Plastik nehmen. Also zum Beispiel hatte ich sie ja bei Plant Circle, glaube ich, dass sie mit Papiervieh verpackt haben.
Das ist das, was ich jetzt noch bemängeln könnte. Aber sonst, ich meine, hallo. Ich gebe euch auf jeden Fall ein Update in ein paar Tagen. Und hier seht ihr jetzt mich mit den zwei Schönen. Die sind jetzt schon, ja, nicht ganz eine Woche bei mir, aber schon so 5 Tage. Und wie ihr seht, ihnen geht es immer noch prächtig. Ich habe die Mamey einfach nur erstmal in einen Übertopf getan. Sieht eigentlich ganz gut so aus, gell? Und dann stelle ich sie hier rein, weil ich sie eigentlich in dem Korb richtig schön finde. Ich bin auch noch ganz verliebt in diese Blätter. Einmal die Mamey oder Mamey. Und hier meine Fancy Anthurium. Muss ich noch ablesen, der Name ist so schwer. Villenaorum. Villenaorum muss ich mir noch einprägen. Und die Blätter sind auch richtig schön. Und jedes Blatt perfekt. Also ich muss sagen, es war teuer. Aber ich glaube, die Mamey besonders in der Größe. Und hier kommt ja auch noch ein neues Blatt. Da muss man in Deutschland auch so viel Geld hinlegen. Und sie waren perfekt verpackt, perfekt verschickt worden. Ich werde auf jeden Fall da nochmal bestellen. Jetzt habe ich sogar gesehen, letztens gab es jetzt sogar Monstera Adansoni Variegata. Natürlich für 1.500 Euro und drüber. Also außerhalb meiner Price Range. Aber richtig krass, was sie alles allgemein haben. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, bei welchem Pflanzenshop ich mal bestellen soll, wo ihr euch vielleicht noch nicht traut. Dann mache ich das für euch. Und guck mal, was da am meisten empfohlen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!